Hey, Hubix hier zu einer weiteren Folge von Pokémon Sonne. Ja, sind wieder hier und werden heute mal weiterfahren. Beim Ganzen, ich werde es hier noch ein bisschen lauter stellen. So. So, ist gleich gut. Ja, wir sind wieder hier und werden heute weitermachen. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, keine Ahnung, welche Stadt es hier ist, aber hey. Ich werde es hier mal quasi alle ansprechen. Und dann mal gucken, was hat denn hier für hier. Also es ist 15 Uhr. Das ist also 7 Pokémon. Also 7 Pokémon gegeben. Ein Pokémon wurde sich jedes Pokémon. Hier ist das Geschenk von mir. Oh, Sonderbonbon. Geil. Bonbon. Genau, Bonbon. Eneko Kakao, Sunwasser von Granbull Café. Granbull Café. Ja, dafür bekomme ich wahrscheinlich wieder Bohnen. Keine Versorgung, aber für die ganze Bestellung. Café der Alola-Region ist weltberühmt, der Schluck davon reicht, um selbst einem grimmigen Granbull ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Speicherst du übrigens regelmäßig dein Spiel? Ich weiß, manchmal hat man einfach keine Lust, sein Spiel zu speichern, aber vorsichtig, ist immer besser nass. Es lohnt sich immer regelmäßig zu speichern. Hier kostet es nur einmal pro Tag. Süßigkeit der Spezialität aus Yantara City in der Carlos-Region. Yantara Sable. Okay. Was auch immer das für eine Süßigkeit ist. Du hast einige Pokébohnen erhalten. Okay. Okay, es gibt einen anderen Markt hier. Okay. Weil das so günstig ist. Er hat das. Roberto Kunde, diese glänzende Z-Kiste, das war Crazy Grünfunk. Herzlich glücklich. War uns zu meiner letzten Weite. Hoffentlich ist was dabei. Ja, bitte. Hoffentlich. Super Trank. Mal schauen, was jetzt hier ist. Beleber kann ich jetzt kaufen. Honig. Ich nehme mal so 5 mit. Schaden tut es nie. Gleich wie Schutz, da werde ich mir auch wieder so 10 kaufen. Nämlich 20. Wohl. 15 müsste reichen. Ich habe 8. Okay, dann natürlich mit 12. So. Vielen Dank. Tem kaufen. Welche Tem hast du denn? Hagel, Sonnentanz, Regentanz, Sandsturm. Naja, gut, dann halt nicht. Okay. Okay. Bevor wir oben gucken, gucken wir uns hier mal um. Oh, was ist denn hier? Oh, rosa Nektar. Damit kann ich die Form von Oricorio töten. Genau. Ändern. Meine Güte. Sonderbonbon. Soll ich... Okay. Ja, so quasi random gedrückt. Ich drücke meistens A irgendwo hier. Hier ist ein Brunnen, ein random Brunnen, aber hier kann ich mich nicht hinsetzen. Welche erscheint? Masaladala. Masaladalabababum. Gibt es hier auch, wie auch immer. Captain Mao ist eine so wunderbare Köchin und so speziell ist eine wahre Geschmacksexplosion. Ah, hier gibt es auch noch rosa. Rosa Nektar. Pokémon-Suche wurde aktiviert. Geht mir hier was? Anscheinend. Ich höre hier in seinem Biebsen, aber... Ah, hier ist das Medbo. Ah. So, hier ungefähr muss ich sein.
Das MacBook war hier also, okay. Das sieht doch schön aus. Kurzer Winkel, nicht schlecht. Ich habe 3, war 2000 Euro. Egal, wir haben jetzt Version 3. Was macht Version 3? Zumindest 10.000 gute Bewertungen erhalten. Dafür Pokémon-Suche auf Version 3. Ich warte mal einen Moment. Ich bin fertig mit der Aktualisierung. Version 3 bitte eine bessere Zoom-Funktion. Okay, eine verbesserte Zoom-Funktion. Hm. Was immer das heißen mag. Hm, wir waren hier. Jetzt gucke ich mal hier hoch dann. Jetzt fangen wir hier an, mal mit den Leuten zu sprechen. So. Hier ist ein Hyperball. Okay. Juhu. Avenue Royale war es bei dieser Poképarty. Pokémon. Bums, die, wie auch immer. Und da vorne scheint hier das zu sein. So, hier scheint also das Ding zu sein, hier. Hinten fahren muss ich aufpassen, es gibt Pokémon aus dem Wildgras springen. Ja, das stimmt wohl. Der fährt hier sehr schief, packt hier sehr schief ein. Naja, wie auch immer. Oh lol, hier, hallo? Und eins und Kniebeugen sind zu anstrengend. Stellwürfe sind nicht echt gewaltig. Außer man hat Adrenalin, ja, das stimmt. Ha! Hypno, Hypno! Also die Pokémon werden jetzt viel deinen Charakter aus. Na gut. So, was ist jetzt hier so besonders in diesem Markt? Ich komme im Schnäppchenparadies hier, explodiert in die Rabatte. Ich gucke auch zu sagen, halt Rabatte von zwei Ladenspreise. Du schnappst dir überglücklich die Coupons. Wie gesagt, da kannst du, wenn du etwas einkaufst, und keine Mühen gescheut, um dir diese einzigartigen Sparangebote zu ermöglichen. Also bitte, ich würde gerne, wenn du so lange Geld zu unterstützen. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl. Mit Dank Käseschnittner Solo, große Sonderpreispackung A, 52. Coupon basiert das Hören, 300. Eispraliner Solo, oder 22. Ufer, Kuschelkissen, Mega Sonderpreis 4000. Tuka, Non, Sammelobjekt, Mega Sonderpreis 1700. Koko bei Kugelschreiber 899. Pfeffriger Phlegmon Rutensalat. Phlegmon Ruten Quiche. Phlegmon Ruten Sandwich. Oh Gott. Ich mag die Details hier. Driftloch! Ah, das ist das Driftloch, was du auf der 6 getroffen hast. Das ist Atom Limonade. Ah, okay, das gehört zu dem Kumpel hier. Mein Driftloch ist total stark, weißt du? Es macht ihn gar nichts aus, ein bisschen abzudriften. Boah. Super spritziger Sprudel, mega Sonderpreis 800. Fettarme Kumu-Milch 70. Kraterberg Tafelwasser 6000. Holy shit. Ich will hier Sachen haben. Cool. Irgendwie ist das. Irgendwie finde ich das geil. Ein bisschen helfen lassen. Ja. Von Verlusi Bär. Oder Verlusi irgendwie. Egal. Einen Tag hielt man jemanden, der den ganzen Tag faulenzt. Also passt zu Phlegmon und Lamus wie die Faust aufs Auge. Schau, dass ich nicht so wie die Kaffee gehabt. Schade, ich dachte, du gibst mir jetzt Tagelieb, das wäre super. Hier reißt sich eine Beere an die andere und bei dem Preis bleibt die Spucke weg. Kriege ich einen Bedarf. Okay. Aber nochmal. Scharfer Tomatobeeren, Knabberspaß. Tamotbeeren, Knabberspaß. Tüte A3, Poké-Dollar. Sino-Knusp-Mischung. Ah, Knusp-Mischung.
200 und Lava-Keks Bruchware. Oh Gott. Meine Reise gestattet nicht möglich billig, deswegen kann ich immer so heißen. Ach Mann, schöne Sachen. Irgendwie genieße ich sowas. Die kleinen Dinge. Bin ich schon wieder abgelenkt hier, auch wenn es hier so ein bisschen wahrscheinlich unnötig ist, aber trotzdem. Hypno. Ich bin aber, ich hab Mitleid mit mir, das Umrechnen ist natürlich. Was bringt's mir? Boah, das willst du mir wirklich erst geben. Nur ausgesagt, das ist wirklich kein Mensch Pokémon-System. Du bist aber nicht mit dir, sondern natürlich hätte das Geld, das Geldbeutel zurückgeben würde, wenn ich mich als Pokémon verkleide. Fehlanzeige, du bist in mein Leben gekommen, weil du das ein Mensch ein Beispiel nehme. Ich bin so gerührt, dass ich jetzt hier das überreichen muss. Erholung. Das ist ja, ich stelle mich mal wieder an meinen Platz zurück. Ach, und sprich mich bitte nicht mehr an, sonst fliege ich noch auf. Hi. Sparangebote, Geld zu unterstützen, bla bla bla. Heute frische Kermitbeere aus der Kantregion. Ah, Talmudbeere. Na los, probier doch mal. Leckere Beeren direkt vom Feld. Hey, Mann, ich bin gekommen, ich bin bald. Ich bin so weit weg von dir. Das ist eine Aufgabe für dich, okay. Ah. Skurriler Skulptur. Eine Skulptur in Form eines wundersamen Pokémon, das in der Rolle ist, das jeher als Schutzpatron angesehen wird. Ist das lustig? Ach ja. Sind die tatsächlich billiger? Nee. Sind die nicht. Schade. Aber dafür haben die Teilmabelle. Aber die Skurrilo-Skulptur. Ganz ehrlich? Klar. Der war hier einkaufen. Dann bekommst du das 1500 zurück. Kannst du wenn du hier bist. Wir freuen uns auf deinen nächsten Einkauf. Oh, holy shit. Ich kann echt 50% auf alles. Damn. Das muss ich ja ausnutzen. Guck mal, was billiges, wo wir hier sind. Wow. Das heißt, ich kann Timerbälle auch für die Hälfte? Na dann. Na dann. Ah, cool. Krass. Ha. Ha. Ich bin geflasht. Ja, das war cool. Gehen wir mal hier zum Battle Royale Dom. Ich will mit dir reden. Ah ja, ich hab's geschafft. Wie geht's? Dann gehen wir mal nach. Ist noch immer die Flagge. Muss ich jemanden noch anreden? Anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir rein. Gehen wir mal rein, ja. Schaut nicht. Ich habe schon wieder 15 Minuten verdaddelt, ohne was zu tun hier. Ah, klar, denn ist hier. Tatsächlich. Das ist Ballard und Wisch. Das sind mehr als hier verlieren beim Battle Royale. Einiges von ihrer Stärke.
Ist mit von allen angegriffen, bist du wohl der stärkste Trainer, aber die defensive Strategie führt beim Kampf nicht mehr zum Ziel. Ha. Battle Royale. Willkommen. Ich bin der Botschafter des Battle Royale. Des glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royale. Professor? Hörst du mir nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royale. Ich bringe Trainer der Battle Royale bei. Ein Sieg des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten vier Trainer mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer einen Kampf aus dem Pokémon hat, ist der Kampf beendet. Von verbleibenden Trainern wird derjenige, der die meisten Pokémon besiegt hat und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Machen wir doch mal eine kleine Proberunde nur mit einem Pokémon. Boah, Mask Royale, ich will auch mitmachen, bitte. Alles klar, du bist dabei, da musst du dich auch mal. Und mit mir sind wir schon zu viert. Echt jetzt? Aber wir landen bei deiner Decke. Eine fantastische Erfahrung und ein großes Abenteuer auf dich. Wettlerweil geht los, auf die Plätze fertig, Kampf! Well, that escalated quickly. Ha, Battle Royale. Wir finden uns im Domoral den Austragungsort. Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht fast über. Und hier kommen die Kontrahenten. Wuffles. Oh shit. Nur mit einem Pokémon hat's geheißen. Marikek. Wuffles. Typ nur. Oh. Hopp. Drei Pokémon. Und ich hab Wuffles fahren. Oh nee. Es geht sowas von in die Hose. Ich geh mal aufs Wuffles. Oder auch nicht. Oh shit, das war's wohl. Ja, bin ich schon down? Nein, nicht mal. Oh Mann. Ja, das war's wohl mit mir. Oh shit. Und tschüss. Muss ich das jetzt echt angucken? Also ne, die Runde ist ja noch genau. Wow, Kampf ist beendet. What? Na, jetzt denke ich, da kannst du so viel Spaß haben. Der Beste ist, dass man auch noch starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Sehe ich, wie du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Das war überhaupt nicht heiß. Es war schnelles Fuck. Ich bin Chiave, der Feuerkapitän. Ich warte am höchsten Punkt des Vela-Vulkanparks auf dich. Dort gelangst du über Route 7. Weil du eine Inselwanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit. Hubex, Tali, wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Warum hast du dabei, weißt du, dass wir über Prüfungen machen? Achso, Inselwanderschaft abzeigen gesehen haben. Also, mir macht Spaß, total. Warum machst du beim Battle Royale mit? Damit ich eins nicht vergesse, dass Null und ich miteinander nur einander haben. Das klingt hart. Das Leben macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man sich mit allen gut versteht. Dann gelingt einem großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus.
Kommen wir wieder zu ihm. Ja, gut, das war jetzt ja nicht so erfolgreich. Aber hey, was soll's, ne? Wenn wir aussuchen könnten, welches Pokémon da wir reingeschickt hätten, hätte ich Arboretus hingeschickt natürlich, aber hey, was soll man machen? Was soll man machen? Ja gut, dann gucken wir uns noch ein bisschen hier. Wir schätzen sonst noch hier so aus. Gewinnt. Ich glaube, sein Name war Gladio. Okay. Kaffee in der Maske von Maskeroyal. Komm im Domeroyal, hier gibt es nur einen gesetzte Stärkeren. Wrestler und Pops ist ihre Kostüme wollen nur ändern, um mehr Fanartikel zu verkaufen? Ich glaube schon. Was gibt's denn hier so? Willkommen, möchtest du Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Ja. So eine Fähigkeitenkapsel gibt's auch wieder, okay. Was gibt's hier? Wahrscheinlich Battle Royale. Oh ne, das ist wieder Gewinnpunkte. Was gibt's denn hier alles? Gibt's irgendwelche neuen Items? Hier auf jeden Fall mal nicht, okay. Willkommen Battle Royale. Ja. Welchen Rang möchtest du antreten? Normalrang. Besondere Pokémon verboten, doppelte Pokémon verboten. Also, was ist das? Was ist das? Ich glaube, das ist dann noch nichts für mich. Noch nicht. Willkommen, möchtest du gewinnen? Ja, was gibt's denn hier noch so? Blindpuder, Flinkklaue, Sanftkopf, Scope-Linse, Überreste, Siegesang, Muskelband, Schlauglas, Expertengurt, Zoom-Linse, Metronom, Phantomknoten. Ah, kommt mal so hier. Eisbrocken, Glattbrocken, Heißbrocken, Nassbrocken, Lichtstein und Klammerband. Okay. Okay. Dann gehen wir mal. Ich glaube, Tali hatte gewonnen. Bin mir nicht sicher. Boah, das war jetzt sehr kurz quasi, das Battle Royale. Und sehr, egal. Aber, das war jetzt, ich hätte mir mehr erwartet jetzt erstmal. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Okay. So. Ich finde auch gut, dass... Oh, shit. Das war so kurz vorbei, wenn du Prüfung WLAP Vulkan Pub bestanden hast. Okay. So, dazu, okay, Anschluss, was du hast verpasst. WLAP Vulkan, willst du nichts bereuen? Ja, dann Abwahl in den WLAP Vulkan Park. Hallo. Hypertrank. Holy shit. Was haben wir denn hier? Tragosso. Das gefällt Slimer nicht so. Ich ehrlich bin. Knochen. Bruh. Okay, dann halt nicht Slimer vorne. Pack ich mal Arboretus hier vorne hin. So, ich möchte natürlich so rumrennen erstmal. Okay. Ich glaube, es soll vertrocknetes Gras darstellen, tatsächlich. Dann gibt es Tragossus. Alola? Knogger? Hier? Wahrscheinlich. Ich rasier dich. Fast passiert. Okay. Nochmal, dann ist sie down. So. Da. Haben wir das mal. Und hier ist ein Trainer. Wenn wir mal ansprechen hier. Crash, ein Trainer auf Inselwirtschaft. Zeig mir Pokémon, ich will Fotos machen. Ah! Okay, machen wir das mal.
Oder einen Babsi. Mit Mauzi. Normales Mauzi. Okay. Die Urlauber aber alle Pokémon, die von außerhalb herkommen. Finde ich cool. Ich habe Mauzi noch nie so gesehen, glaube ich. Wenn ich ehrlich bin. Schaut komplett komisch aus. Aber egal. Hey, kannst du mal mit Kratzfurie aufhören hier? Mann. Natürlich Biss. Bra. Ja, werde ich erstmal von dem Mauzi so besiegt. Ja, es ist klar, ohne sich. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. 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 Warum nicht? Boah, das Teil geht mir jetzt schon auf den Sack, ja. Wenigstens kann ich Durchbruch nicht. Nicht treffen. Gut. So. Erstmal Belever hier benutzen. Okay. Ich hoffe, dass hier keinen. Oh, was ist hier denn? Ist hier noch ein schwarzer Punkt? Oder ist das nur so? Okay. Hey, sagst du eine der drei Vulkanschwestern und obendrein noch dieses. Ich bin eine der drei Vulkan. Gelangst du bis zum Gipfel des Vulkans. Okay. Oh shit. Ich möchte trotzdem mal runter, kurz. Ah, hier. Hat das absorbiert. Oh. Okay, das ist cool, die Ansicht. Holzkohle. Ah, hätten wir ein Feuer. Alter, ist das cool. Schau das mal da unten an, ja. Krass. Oh, ich bin eine Scheiße, ich komme zur Seite des Vulkans. Ah, ich bin eine Vulkanschwester. Und umdrehen die schönste. Die reizendste. Okay. Hey. Dann zeige ich mal Elektrikadabra eines echten Astrainers. Kadabra? Hast du einen. Wie heißt er? Twisted Spoon, weiß ich nur, dass es auf Englisch heißt. Astrainer Phil. Setzt Kadabra ein. Mit Focus Sash. Mit irgendwas anderem Lustigen. Aber ist egal, ich habe einen Slimer dabei. Dass dich jetzt beißen wird. Mit der Flinkklaue. Ja, das war's dann wohl mit deinem Kadabra. Jetzt weiß ich nicht, was es hat. Schade. Tja, was hast du jetzt zu sagen? Gibst du mir ein Item? Ja, aber ich hätte noch nur einen Freund zum Tauschen, ja. Ich will das Item. Item. Ich will Item haben. Ah! Will Molunk haben. Molunk, du bist mein Drachenwut. Okay, das macht jetzt 40. Also, das macht ich schon immer 40, oder? Holy shit.
Säure Speier, Smog. Du triffst auch noch Smog. Finde ich nicht so cool. So. Okay. Wie mal ein Luxusball für dich. So. Komm. Klasse, Molunk würde gefangen. Molunk. Molunk wurde im Beitrag im Pokédex angelegt. Hat eine Weiterentwicklung tatsächlich. Cool. Registriert. Schau dir das Pokémon, das du gefangen hast. Blub. Durch Verbrennung von Körperflüssigkeit erzeugt es ein Gas, das feiner schwindelig und so zu leichten Zielen macht. Ne. In eine PC-Box. Cool. Auf jeden Fall. Cool. Das gibt's hier nur Tragosso, oder? Ja. Das war also der Re-Encounter hier. Okay. Ja, von Molunk kann sich's nämlich schützen, Tragosso. Das stimmt schon. Okay, was haben wir denn hier? Flammenwurf vielleicht? Felsgrab. Sag ich auch nicht, nein. Und hier ist nochmal eine Fotostelle. Stellung bleibt allerdings unverändert. Wie geht das nochmal? So. Mach nochmal was. Mach nochmal was, Kollege. Ist doch auch. Dead ass. Komm schon, Molunk. Zeig mir nochmal, was du kannst. Das ist doch auch. Komm schon. Na du. Okay. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja. Oh, 14.000. Holy shit. Bei 100.000 Wertung kommst du auf 4. Okay. Krass. Ich glaube, bei 4 kann ich die dann fangen auch. Kann das sein? Na, wie auch immer. Okay. Dude, willst du kämpfen? Wenn da ein Berg ist, muss ich ihn erklimmen. Das Wandern kann man nicht anders. Stimmt. Manra Oscar. Kiesling. Ah. Gebirges Junior. Sitzt du ein? Okay. Slimer, bitteschön. Und es sind noch so wenig KP. Oh Gott. Bruchrüstung. Genau, Bruchrüstung. Hat es. Habe ich wohl vergessen zu heilen vorher. Egal. Pampuli, bitte. Du darfst als nächstes ran. Nee. Mit Dampfwalze, bitte. Als ob das Teil auch Lebensstelle kann und schneller ist es sich. Das nervt jetzt schon mal. Ah, es trifft mit der Dampfwalze, ist ja nicht gut. Gut. Macholo. Ja, da habe ich doch jemanden, der das besonders gut kann. Macholo zu treffen. Nämlich Koriogel. So, Koriogel im Windschnitt und gut ist.
So, Choreogel kann ich auch gut benutzen, denn es hat Hidden Power Boden. Choreogel erreicht Level 20. Sehr schön. Daunenreigen. Was war das nochmal? Anstatt starker, mache ich doch so. Daunenreigen. Okay. Tja. Das war dann wohl auch nichts. Erstmal regenerieren. Beleber. Und dann hier Tafelwasser. So. Das waren 30 Punkte. Sehr schön. Okay. Egal. Ich mache mal hier eine Folgenpause. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.